Wieder zurück. Jetzt geht es hier los. Aufgefusselt hatte ich es ja schon. Ein Klebestreifen muss her. Ein Klebestreifen bitte. Und dann haben wir nämlich schon mal die Gegenstrippen. Wir müssen einmal gucken, weil blöd ist, wenn man das hier falsch rum hat. Schrifttechnisch passt das. Und ja. Es ist so ungewöhnlich warm dieses Silvester. Ich bin verwundert. Also neulich, vor 2 Wochen, haben wir hier noch Wasser schleppen müssen, damit die Tiere was zu trinken haben, weil nämlich der Pumpenzulauf eingefroren war. Ganz unangenehme Kiste. Und jetzt 16 Grad zu Silvester. Ich fasse es nicht. So, jetzt wuseln wir hier diesen aufgepufften Faden in den Kleber. Und bei dieser schönen Filzwolle reicht es eigentlich wirklich, wenn man die einfach so ein bisschen zurückdreht, sage ich mal, ein bisschen aufzufusseln. So, jetzt hier wieder Augenintegral. Dass ich so ungefähr die gleichen Abstand treffe, aber wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, sowas zu messen. Messen ist was für Anfänger, nein. Perfektionisten, da zähle ich mich nicht so, okay. Also ich habe es geschafft, auf jeden Fall diesen Abstand kleiner zu machen als den. So viel zum Thema. Aber so muss ich halt auch die Löcher gleichsetzen, für die, dass ich die Stöckchen anbinde. Deswegen ist es gut, wenn ich hier zuerst den Strippen dran mache, quasi die Rücken schließe, das, was eingeklebt wird. Ihr wisst, was ich meine. Und dann mich um die Vorderseite kümmere, kann ich weniger falsch machen. Will ich mir zumindest ein. So. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Weniger messen, mehr machen. Gleich direkt umgesetzt. Nein, ich habe sowieso nicht so ein Messgehen. Also so ein bisschen, also es muss ungefähr hinkommen. Ja, aber ungefähr reicht mir auch schon völlig so. Also der Plan ist jetzt, Leute, jetzt passt auf, haltet euch fest. Klebstoff brauche ich aktuell nicht mehr. Also zumachen, sonst trocknet ein. Hab ja gerade erst eine neue Dose aufgemacht, ne? So. Ich möchte hier diese Stöcker quasi draufbinden. Das heißt, ich werde ziemlich... Obwohl, eigentlich müsste ich doch. Lass mich mal überlegen. Oben, unten. Ne, doch, ich mache hier und dort einen Knoten. Und wusel das hier in der Mitte rum. Dass ich oben und unten einfach nur die Stockenden... Stockenden? Habe ich gerade Stockenden gesagt? Stockenden? Gottes Willen. Oh Gott, Stockenden im frühen, neuen Jahr. Dass ich hier quasi nur noch die Enden so ein bisschen überstehen habe. So, jetzt hatte ich eben ja schon gesagt, dass ich mit denen hier ein bisschen kürzen will. Ich denke mal, ich ziehe mir diese Länge ab. Und jetzt, Zauberkadauber, man hat doch immer irgendwie Werkzeug da. Und es empfiehlt sich, für mich auf jeden Fall, meinen kleinen Leatherman hier zu haben. Hat ein geiles Werkzeug. Wenn man das Richtige findet. Hier ist eine kleine Säge dran, seht ihr? Mal wieder eine Schleichwerbung, ohne dass ich für irgendeine Werbung irgendwie bezahlt werde. Ein Leatherman ist ein für mich feines Multifunktionswerkzeug, was ich ständig eigentlich brauche. Also jetzt hier zum Basteln eine Sache, aber auch irgendwie, wenn man auf der Weide irgendwas macht, irgendwelche Haken umbaut, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man alles tun kann. Also Zaun reparieren. Na, wie bei Bonanza, der Zaun auf der Südweide ist kaputt. Ist immer die Südweide. Unsere Weide liegt im Süden. Dafür, wenn man das Ding in der Tasche hat, dann kann man sich eigentlich selber helfen. Und das Thema mit dem selber helfen, das ist echt wichtig. So, liebe Freunde der irischen Volksmusik, mein Plan ist, ich mache jetzt auf der Höhe der Strippen hier, Löcher in meinen Dingens. Und zwar so, dass ich
durch das eine Loch durchgehe, den einen Teil anbinde, dann das Ding hier irgendwie umwickel, dann wieder durch das andere Loch gehe und auch wieder einen Knoten mache. So, und das ist hier jetzt Sache. Das heißt, ich brauche ich mache das doch besser so, um mir erstmal Punkte zu machen, wo denn diese Löcher hinkommen können. Ich werde sie recht nah am Rand machen, weil die Stöcker sollen ja außerhalb oder nur schwach an der Kante sein, aber sie müssen natürlich auch halten. Das ist die Schwierigkeit an der Stelle, so nah an den Rand zu gehen, dass die Stöcker wirklich am Rand sind, also hier ganz nah an der Kante und trotzdem weit genug, dass man sich das nicht ausreißt. Ich habe überlegt, ob ich hier nicht vielleicht besser eine Öse durchziehe. Ja, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich finde, eine Öse sieht an der Stelle scheiße aus. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Ich will da keine Öse haben. Ich hoffe einfach, dass dieses Papier hier vernünftig hält. Oh, das fällt mir gerade noch ein. Trick 17. Trick 17. Wir nehmen ein bisschen Scotch-Tape und verstärken das Loch und lochen das nochmal. Also verstärken das Loch ist gut, also die Stelle, wo das Loch drin ist. Scotch-Tape ist ein wirklich, wirklich gutes Hilfsmittel. Und ich arbeite da total gerne mit. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video jetzt wird, ob ich euch vielleicht doch besser das Ding in zwei Teile teile. Ich habe vorhin schon gesehen, das ist irgendwie, habe ich schon vorhin 40 Minuten gehabt und ich bin auch heute echt ein bisschen langsam am Reden. Also wenn euch mein Gelaber und Gestammel nervt, weil ich heute echt etwas in Slow Motion bin, dann spult vor und guckt euch das Ergebnis an. Flipflow wird es bestimmt auch geben. Wird das allerdings, liebe Leute, noch etwas dauern, weil wir befinden uns nicht erst am Anfang. Am Anfang der ganzen Schose hier. So, doppelte Verstärkung. Scotch Tape Ahoy. Jetzt muss ich nur das gleiche Loch wieder treffen. Und das sollte mir eigentlich gelingen. Also ihr könnt jetzt nicht so viel sehen, weil ich kann das jetzt echt nicht seitlich machen. Hat funktioniert, sehr schön. Aber wenn ich das jetzt seitlich mache, dann versaue ich mir das hier vollkommen. Ich hoffe, ihr versteht das. Oh, hier habe ich noch ein bisschen größer das Loch gemacht. Aber passt, läuft. So. Nun ist das so. Ich möchte hier rauskommen. Muss ich mir natürlich hier erstmal irgendwie eine Möglichkeit überlegen, das Herzchen durch das Loch zu stopfen, ohne dass er jetzt wieder Kleberrand schmieren muss. Und da habe ich doch ein schönes kleines Werkzeug. Mit dem sollte ich das doch wohl hinkriegen, ein bisschen Wolle hier durchzustopfen. Ja. Ist aufgegangen. Sehr schön. So, wie lange brauche ich denn das? Also wie lange braucht man das, um ein Schleifchen zu machen? Jetzt machen wir nochmal ein Schleifchen. Oh, ich habe sogar noch gleiche Farbdings gefunden. So sollte es sein, ja. Mache ich ein bisschen mehr jetzt, um das Knötchen dahin zu kriegen. Schleifchen, Knötchen, also ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt hier nicht gestochen reden. Das kriege ich heute nämlich nicht hin. So. Nicht das hier sitzt. Hinlegt, möchte ich das natürlich jetzt schön hier dran knoten. So, dass es richtig. So, ich meine, ich muss jetzt nicht oben und unten den gleichen Abstand einhalten, ne? Also, das ist jetzt nicht mein Plan. Aber wenigstens ungefähr. Es kann ja nicht sein, dass oben irgendwie so ein 3-Kilometer-Ast rausguckt und hier unten ist irgendwie, sind wir schon am Rand. Das ist blöd.
höre Stimmen. Die sind nicht in meinem Kopf. Nein, sie kommen von draußen. Unseren Silvestergästen. Aber die sind schon groß und können sich auch im Moment alleine beschäftigen. Ja. Hier rumwickelt. So. Ich muss natürlich schauen, dass ich so wickel, dass ich erstmal unten ankomme und auch noch genug Faden über habe. Ach so, genau, das hier wollte ich. Ah, Leute, ich wollte ja hier noch und überhaupt. Wisst ihr? Nee, habe ich euch gar nicht erzählt. Habe ich euch gar nicht erzählt, was ich wollte? Ich wollte hier nämlich nur so ein Stück von dem Fransenstoff einfach mit dazu wickeln. So. Einfach mal so aus Bock an der Freude. Schwupps. Das Schöne an so einem Wickelgedöns ist, wenn man jetzt keinen Kleber mit dran schmiert, dann kann das einfach nochmal wiederholen. Habe ich jetzt hier blöd gewickelt, zu locker, zu eng, zu was weiß ich. Wickel ich es einfach ab, mach's nochmal. Für die, die immer auf Nummer sicher gehen und alles mit Klebstoff festmachen. Ich habe drüber nachgedacht, Leute, ich habe drüber nachgedacht. Ich werde es nicht tun. Weil es mich hier wahrscheinlich komplett in den Wahnsinn treibt. So. Schwieriger Übergang. Oh, diese Farbverläufe von diesem Garn, ich liebe das. Also ich habe das echt gefunden und dachte so, Jack, passt zu meinem neuen Projekt, du kommst mit. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin schon fast angekommen. Da, wo ich hin will. Jetzt muss ich mal gucken, passt mir das hier mit dem Umwickelten? Ich habe noch sehr viel Garn über. Ich finde, da geht noch was. Ihr kriegt das sequenzielle Neujahrsbasteln mit von mir, was irgendwie... Naja. Ich habe mir für das neue Jahr auf jeden Fall einen Topf Gelassenheit vorgenommen. Und den werde ich jetzt direkt mit euch ausleben. Sehr schön. Gelassenheit hier, Leute. Gelassenheit beim Bastelprojekt. Werdet ihr ungeduldig? Habt ihr teilweise Bedürfnisse, irgendwas gegen die Wand zu werfen, wenn etwas nicht funktioniert? Gebt zu. Nein. Also ich bin schon manchmal etwas verzweifelt und denke mir so, oh, hättest du das mal irgendwie anders gemacht? Aber so, dass ich jetzt echt, sag mal, Projekte in die Fritten gehauen habe. Oder gesagt habe, ne, das schmeiße ich weg, das verschenke ich niemandem. Das ist mir noch nicht passiert. Ich habe schon mal meine Seite rausgerissen und oder gegen eine andere ersetzt. Das habe ich schon gemacht, ja. Aber nicht so hardcore-mäßig, dass ich wirklich ein komplettes Projekt irgendwie immer zerstört habe. Oder ich weiß nicht, ich habe noch das eine von Luise Heinzel, das eine Video im Kopf, wo sie einfach wirklich so unzufrieden mit dem, was sie gemacht hat. Und es dann wirklich, wirklich in die Fritten gehauen hat, ne? Ich kann es verstehen. Also, sag mal so rein logisch, rational kann ich es absolut nachvollziehen. So. Jetzt haben wir das. Und jetzt wird es etwas schwieriger an der Stelle. Also, jetzt war ein Denklogisch schwieriger. Ich gehe jetzt nämlich von oben nach unten hier durch, damit ich irgendwie das hinter... Nee, warte mal, was muss ich denn machen? Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten knote. Ja, werde ich mir gleich überlegen, wenn ich durch bin. So rein von der logischen Abfolge ist es jetzt richtiger, das von oben nach unten hier durchzuziehen. Vielleicht sieht es gleich scheiße aus und ich mache es rückgängig. Das Ding ist, mit diesem Garn hier oder mit diesem Filz-Dings
kann man nur bedingt, bedingt Sachen rückgängig machen. Weil das halt so flusig ist. Das will ich meinen. Also das franzt halt dann irgendwann aus und dann ist halt einfach Essig. Also dann kriegst du es auch nicht zurück. So. Wenn ich das jetzt hier festziehe, sitzt es auf jeden Fall dran. So. Dran ist es. Hier oben hat es sich schon verdünnt. Ist die Frage, hole ich es nochmal durch oder hält das jetzt so? Ja, ihr seht schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch nicht mal so ein Gefummel habt. Und natürlich, ich habe das hier vorher nicht ausprobiert, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja, Leute, voll souverän. Ich weiß genau, was ich tue. Nee. Also, ich bin zwar voll souverän, dadurch, dass ich nicht weiß, was ich tue. So, jetzt sieht das aus wie ein Knoten. Und hält auch so. Also, das hier wird auf jeden Fall hier der Deckel. Und der Deckel wird dann einfach an der Seite mit einer Schleife zugemacht. Zack. Zack. Schwupp. Einfach, ich schließe es jetzt einfach nochmal so ganz stumpf. Schwupp. So wird es dann aussehen. Und das Buch, komm mal bei Fuß. So wird es hier auf dem Cover thronen. Was ich hier noch gucken muss, ich habe eine Perlenschließe vor. Die werde ich jetzt auch gleich nochmal machen, aber das wird ein separates Video werden. So, auf jeden Fall kann man das hier dann aufklappen. Das stört hier das Cover an sich nicht. Ich muss mal gucken, ob ich hier wirklich tatsächlich überhaupt ein Dingeldangel dran mache. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht einfach hier so ein auf das Cover hier so einen Faden mit Perlen mache. Ja, Faden mit Perlen, ihr wisst schon. Das wird ein neues Video. Also das ganze Perlengewusel mit Schließe und allem, das wird ein eigenes Video sein. Das werde ich mir gleich erstmal hier zusammensuchen. Und das werdet ihr dann auch irgendwann irgendwie sehen. Möglicherweise werde ich das vorbereiten und auch erst zum Schluss dran knoten, weil wann immer ich hier im Buch arbeite, wird das ja die ganze Schließe auch nicht unbedingt schöner, ne? Aber vorbereiten muss ich sie, damit ich die Öfen habe. So, genau, das ist dieses. Dann habe ich noch hier meine Rückseite. Und auch da werde ich, klar, Stamperia-Papier drauf. Ne, Stamperia-Papier drauf. Stamperiere, ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Das werde ich irgendwie hier so diesen Lappen noch mit drauflegen. Und entweder mache ich da noch ein Filigree drauf. Hier noch so ein kleines Filigree thront. Oder ich benutze es einfach so als Deko zum Schluss. Oder vielleicht setze ich hier auch noch was drauf. Ich überlege mir das. Auf jeden Fall habe ich es schon mal. Es ist fertig. Und in diesem Sinne mache ich jetzt Schluss mit diesem Video. Gegebenenfalls ist das jetzt ein zweiteiliges Video. Vermutlich. Weil ich denke mal, das wird eine gute Stunde jetzt zusammen haben. Mit einem Tüdelü. Auf jeden Fall bin ich da sehr happy mit und ich finde das auch mit diesen Stöckchen, finde ich fein und gut. Ja, das kann man sich vielleicht ein bisschen zurechtdrehen hier. Aber insgesamt, ich bin happy damit. Ich finde, das sieht total gut aus. Ich freue mich mega auf die nächsten Schritte hier. Ich kann es kaum erwarten. Ich sage euch jetzt erstmal Tschüss und bis bald. Und auf jeden Fall bis demnächst in diesem Kino.